ich meinen Unterricht vorbereiten? 28 Lektionen die Woche. Oh, ich habe eine super Idee. Dann mache ich das. Das will ich noch machen. Das will ich auch noch machen. Ziele aufschreiben. Lernziel. Ich kann... Oh, jetzt habe ich aber einen halben Tag vorbereitet und ich habe eine Lektion vorbereitet. Eine Prüfung sollte ich noch einplanen. Liebe Frau Müller, ich freue mich sehr auf Ihr Kind. Jetzt sitze ich schon 3 Tage dran und ich habe 2 Lektionen vorbereitet. Ach, ich mache einfach Rechercheauftrag und Sie sollen einen Vortrag dann machen. Liebe Lehrerinnen und Lehrer oder angehende Lehrerinnen und Lehrer, kennt ihr das Gefühl davon, dass ihr eine Schullektion vorbereitet und irgendwie 4 Stunden oder sogar länger dafür braucht, vor allem im Berufseinstieg? Mir ging es zumindest zum Teil so am Anfang, heute ist natürlich ganz anders. Es gibt immer noch Lektionen, wo ich vielleicht mal ein bisschen länger brauche, vielleicht tatsächlich mal 1 Stunde oder länger, aber heute versuche ich das zack, zack, zack vorzubereiten und das braucht einfach eine andere Systematik, als man in der Ausbildung wirklich Zeit hat, um 1, 2, 3 Lektionen mal an einem Tag oder die Woche vorzubereiten, wo man ganz viele Stunden Zeit hat, um jedes Detail zusammenzukratzen. Also die Schwierigkeiten sind ja, dass man sich in kleinen Dingen verliert, nur etwas Kleines sieht und das perfekt machen will und dieser Perfektionismus einem einfach selber in den Rücken sticht und man einfach so viele Stunden verbrät nur für das. Und der Titel dieses Videos soll nicht sagen, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben als Lehrer vorbereite, sondern nie wieder während dem Unterrichtsalltag. Das heißt, ich bereite heute in den Sommerferien Vollgas, möglichst alles vor, was ich kann und dann im Winter nochmal 2 Wochen bis 3 Wochen, je nachdem, aufgeteilt in die Ferien, nochmal 1/2 Jahr komplett durchgeplant. Und das ermöglicht mir als Lehrperson im Unterrichtsalltag eigentlich den Unterricht nicht mehr so im Detail vorbereiten zu müssen. Vielleicht mal etwas Kleines nachgucken, was habe ich da geplant. Der erste Schritt, und den habe ich schon ein, zwei Mal in anderen Videos erklärt, ist einen 6-Monate-Plan aufzustellen. Ich nenne das auch einen GAP-Plan, GAP, Großarbeitsplan oder Gesamtarbeitsplan. Nenn's wie du willst, das ist einfach ein kleiner dreibuchstabiger Name, den ich den gegeben habe, damit man es irgendwie erklären kann. Darin enthalten sind alle große Arbeiten, die während dem Unterrichtsalltag stattfinden. Also Elterngespräche, Beurteilungen, größere Weiterbildungen, Konferenzen, größere Verwaltungsaufgaben, die du schon auf dich zukommen siehst. Also einfach alles Arbeiten, die irgendwie vielleicht 2 bis 4, sogar mehr als 4 Stunden brauchen, die du nebst dem Unterrichtsalltag irgendwie in deinen Tag einplanen musst. Und die Idee ist, dass man versucht vorauszusehen, was in diesen 6 Monaten alles an Großarbeiten vorkommen werden, diese auflistet und dann einteilt, so gut es geht. Das heißt, ich mache eine Kalenderwoche-Übersicht für mich, wo ich alle Wochen sehe und ich versuche darauf zu achten, dass pro Woche nicht mehr als 2 bis 3 solche Großarbeiten drin vorkommen, damit ich an meinen Unterrichtshalbtagen, die 1, 2, die ich habe, mehr oder weniger, dass ich da mir Zeit nehmen kann, um das zu machen. Und das ermöglicht es mir, dass ich am Wochenende nichts machen muss. Also seit bald 1,5 Jahren mache ich nichts mehr am Wochenende. Keinen Strich mache ich für die Schule praktisch, weil ich alles ganz genau plane, wann ich was mache unter der Woche und in welchen freien Zeitfenstern, was ich genau zum Beispiel an einer Prüfung korrigieren möchte oder irgendwie ein Elterngespräch gleich mit 10 Eltern durchführen muss. Und dann plane ich das genau ein. Und wenn ich das dann aufteilen kann auf die Wochen, entspannt sich das viel mehr und ich kriege nicht diese Peaks, wo ich plötzlich alles gleichzeitig machen muss als Lehrperson, weil ich nicht richtig vorausgesehen habe, dass plötzlich alles zusammenkommt und mir plötzlich fast der Kopf platzt. Benutzt für diese 6 Monate Planung auch vorhandene 3-Jahres-Planungen. Es gibt ja eigentlich von allen Schulfächern 3-Jahres-Planungen und da hast du die Lernziele drin, die du auch theoretisch 1:1 übernehmen kannst. Aber somit begrenzt du schon mal die Themen und das wird dir schon mal helfen, dann bei der Auswahl von den Materialien eine Begrenzung zu machen. Denn wenn du zuerst zu den Materialien gehst, bevor du überhaupt weißt, wo du genau hin willst, wie du dieses Unterrichtsprojekt abschließen willst, wie du das dann benoten möchtest für die Schülerinnen, dann wirst du dich komplett in den Materialien verlieren und stundenlang verbraten, bis du merkst, oh, das ist sowieso zu viel. Also konzentrier dich auf das große Bild, was will ich in den 6 Monaten alles erreichen und dann fängst du das an einzuteilen. Auf die Materialien werde ich gleich genauer eingehen. Okay, und der zweite Punkt, den versuche ich jetzt wirklich ganz kurz zu erklären. Ich könnte wahrscheinlich ein ganz oder mehrere Videos zu diesem Thema machen, aber ich versuche es nur aus Perspektive der Vorbereitung zu erklären. Der zweite Punkt ist, dass man seinen Unterricht
zu einem Teil mit selbstorganisiertem Lernen konzipiert. Das heißt, beispielsweise macht man von der eigenen Unterrichtszeit in einem Fach, das man hat, macht man als Lehrperson 50% der Zeit ein Werkstattlernen oder Lernatelier mit Posten, wo die Schülerinnen selber die Aufgaben auswählen können. Und die andere 50% der Zeit, beispielsweise können auch mehr oder weniger sein, aber sagen wir mal 50%, tust du als Lehrperson weiterhin deinen klassischen Unterricht machen, instruieren, Gruppenarbeit anleiten, Partnerarbeit anleiten, Plenumsgespräche führen und so weiter. Also einfach aus Unterrichtsvorbereitungssicht, als Lehrperson legst du schon von Anfang an den Rahmen fest und die Aufgaben und die Lernziele und die Schülerinnen können sich quasi frei darin bewegen. Du hilfst natürlich vor allem den schwächeren Schülern oder die Schüler, die Mühe haben, sich zu organisieren oder nicht wissen, wo sie anfangen sollen und so weiter. Und die stärkeren Schülerinnen, die kannst du laufen lassen und dann einfach später vielleicht mit Zusatzaufgaben beliefern, wenn du die Ressourcen hast. Aber das verhindert, dass du alles immer ganz genau getakten musst und schauen musst, dass alle Schüler mitkommen und so weiter. Und das entspannt dich als Lehrperson sehr. Auch, ich meine, ich gebe sozusagen keine Hausaufgaben mehr, sondern ich gebe vor allem Hausaufgabenempfehlungen. Und wenn ich merke, dass bestimmte Schülerinnen nicht mehr nachkommen oder das Zeugs nicht machen, dann suche ich das Einzelgespräch mit ihnen in dieser Zeit, wo sie selbst organisiert lernen und was Feedback, um ihnen zu zeigen, guck, wenn du mehr erreichen möchtest, dann solltest du vielleicht noch das und das angehen. Ich helfe dir gerne, ich erkläre dir nochmal gerne diese Dinge. Also einfach selbstorganisiertes Lernen schließt einen Rahmen von Anfang an, den du klar planen kannst und du als Lehrperson kannst dich frei in diesen Materialien und Lernzielen bewegen, wie die Schülerin selbst auch. Wenn euch das zu wenig war, schreibt es bitte in die Kommentare, dann kann ich mal ein gesamtes Video oder mehrere Videos zu selbstorganisiertem Lernen machen. Es gibt ganz viele Bücher dazu und es gibt ganz verschiedene Namen dafür. Lernatelier, Lernwerkstatt, Postenlauflernen ist nochmal ganz ein Thema für sich, aber aus Vorbereitungssicht setzt es den Rahmen für dich und du kannst vorausplanen. So, und wir kommen zum dritten Schritt und der dritte Schritt sind die Materialien. Wir werden ja wirklich überflutet mit Materialien als Lehrpersonen, vor allem wenn wir nicht nur unsere Bücher haben, die von der Schule vorgegeben sind, sondern auch noch die Bücher, die wir uns selbst irgendwie suchen oder kaufen oder von Freunden ausleihen oder Kopien kriegen und so weiter. Vor allem wenn wir noch ins Internet gehen, dann werden wir wirklich überflutet mit Material. Das Material ist auch nicht immer gleich gut oder entspricht vielleicht nicht unseren Vorstellungen. Manchmal sollten wir uns auch ein bisschen von unseren Vorstellungen loslösen. Auf jeden Fall! Mal möglichst versuchen, nicht selbst alle Materialien zu erstellen, weil dann geschieht wieder genau das, dass du 3-4 Stunden selbst vorbereitest, vielleicht sogar 3-4 Stunden nur für ein Arbeitsblatt vorbereitest, dann hast du noch nicht mal den Unterricht vorbereitet. Bei den Materialien, wenn du jetzt diese 6 Monate Planung schon festgelegt hast und weißt, was sind die Lernziele, was sind die Themen, dann kannst du eine begrenzte Menge von Materialien auswählen, die dann passt dazu. Das ist eine Begrenzung. Wie gesagt, der Lehrerberuf ist manchmal einfach grenzenlos und man muss selber lernen, die Grenzen zu setzen und das ermöglicht dann auch den Schülern, sich ein bisschen in diesem selbstorganisierten Lernen frei zu bewegen bei diesen Materialien, wie ich im zweiten Punkt vorhin erklärt habe. Und jetzt, tu in dem Sommer, wenn du schon kannst, wenn du weißt, welche Arbeitsblätter, welche Seiten und so weiter du benutzt, tu schon möglichst viel vorkopieren. Ich tu lieber im Sommer alles auswählen, was ich will. Dann tue ich alles schon ausdrucken, dann tue ich von mir aus halt mal einen halben Tag lang nur Blätterkopien machen und tue schon alles in Ordner ablegen, damit ich während 6 Monaten möglichst so viel wie ich kann, einfach zack, Ordner raus, den Stapel rausnehmen, hier verteilen, delegieren, verteilt es in der Klasse und dann legen wir los. Oder du hast eben die Posten im selbstorganisierten Lernen und da sind die Aufträge alles schon vorkopiert, damit du nicht während dem Unterrichtsalltag noch vorbereiten musst, indem du in den Kopierraum gehst. Welche Seite wollte ich hier nochmal benutzen? Ah ja, Seite 27 bis 29, gut, dann gehe ich alles kopieren, kopiere, also ich kriege die Krise dabei. So, und jetzt kommen wir zum letzten, vierten Punkt und das ist die Detailplanung. Das heißt, wenn du deine 6 Monate Planung gemacht hast, du weißt, welche Beurteilung du machst, du weißt, welche großen Arbeiten alles stattfinden in 6 Monaten, die du natürlich versucht hast einzuteilen, musst du noch deinen Unterricht detailplanen. Und da, finde ich, kann man sich extrem viel Zeit sparen, indem man versucht, die eigenen Rituale zu finden. Diese passen zu mir, diese gefallen den Schülern bis jetzt gemäß meiner Erfahrung. Man muss natürlich nicht 6 Monate lang das gleiche Ritual machen, den genau gleichen Unterrichtseinstieg, das mache ich auch nicht. Aber man kann sagen, gut, vielleicht in 6 Monaten mache ich diese 4 Themen. Bei diesem Thema mache ich immer 3 Quizfragen als Einstieg. Bei diesem Thema lege ich immer ein Bild vorne hin und wir diskutieren das Bild, das dazu passt. Bei diesem Thema mache ich ein anderes Ritual, bei diesem auch ein anderes Ritual. Dass du einfach versuchst, eine Automatisation zu finden für deinen Unterricht, damit du nicht immer
komplett die Welt neu erfinden musst, das Rad neu erfinden musst, so wie am Anfang im Studium oder direkt nach der Lehrerausbildung, wo du noch 3-4 Stunden für eine Lektion vorbereitet hast. Also versuch, Rituale, Automatisation zu finden für deinen Unterricht, einfach einen einfachen, guten Unterrichtsablauf für dich zu finden, der zu dir passt, der dir Spaß macht, der dich motiviert und auch die Schülerinnen motiviert und dir auch extrem viel Zeit spart, weil du nicht für jede Lektion eine neue Überraschungstüte vorbereiten willst, sondern einfach ein Ding findest, so und so kann ich verschiedene Inhalte reinpacken, aber mit einem ähnlichen Ablauf und spare so extrem viel Zeit. Und nur weil man effizienter arbeitet und Zeit versucht zu sparen, heißt es ja nicht, dass die Qualität mangeln muss, sondern da habe ich auch schon dieses Pareto-Prinzip erwähnt. Versucht euch auf die 20 wichtigsten Prozent zu konzentrieren, die 80% Ergebnisse bringen und nicht versuchen, 80% Ergebnisse 4 Stunden für eine Lektion vorzubereiten, die nur 20% Ergebnisse bringen. Wenn du einen mega langen, super Unterrichtseinstieg vorbereitest und 4 Stunden dafür verbratest und nur 5 Minuten dafür im Unterricht eingesetzt werden, dann hast du einfach vielleicht einen tollen Unterrichtseinstieg gehabt, aber du hast wirklich dein Ziel verfehlt, du hast deine Zeit verbraten, verloren. Und es ist einfach nur frustrierend und du kommst nur in den Stress. Wenn du noch mehr lernen möchtest, dann schau mal die Bücherlinks, die ich unten reinkopiert habe. Wenn du übrigens diese Links benutzt, unterstützt du mich, weil alle Produkte, die du dann bestellst über Amazon, egal ob Bücher oder andere Dinge, erkennt Amazon, dass das von mir verlinkt wurde, von meinem Kanal. Und dann kriege ich eine winzige Provision für alles, was du einkaufst. Also wenn du Lust hast, mehr zu lernen, mehr für deinen Beruf dir anzueignen, dann benutzt die Links, hol dir ein gutes Buch. Lies jeden Tag ein bisschen im öffentlichen Verkehr auf dem Weg zur Schule oder mal am Wochenende. Und wenn du Lust hast, kannst du mich so auch einfach unterstützen, indem du einfach das bestellst, was du sowieso schon als Einkauf geplant hast. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine gute Woche, wo auch immer ihr gerade seid. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Macht's gut. Ciao.